Das Jahr neigt sich dem Ende, Weihnachten steht vor der Tür, da wird es einem ganz warm ums Herz. Zeit, mal nicht über irgendwelche Fototipps oder irgendwelche Fotografietechniken zu sprechen, sondern über Dinge, die man einfach nicht tut in der Fotografie. Teilweise auch in anderen Bereichen des Lebens, aber ich beziehe mich jetzt mal hier direkt auf die Fotografie. Also No-Gos, Dinge, die man einfach nicht tut, die man bleiben lassen sollte. Deswegen auch der Titel dieses Videos: Hört auf mit dem Scheiß. Das erste No-Go, über das ich sprechen möchte, das wird viele nicht ganz überraschen, das ist Wasserzeichen verwenden. Das macht man einfach nicht. Nein, Spaß beiseite. Kann man natürlich tun, wenn man das unbedingt möchte, aber meine Meinung zu Wasserzeichen habe ich schon mehrfach sehr deutlich kundgetan. Da gibt es auch Videos dazu, die verlinke ich hier oben unten in der Beschreibung und so weiter und so fort. Vielleicht schaut ihr euch die mal einfach in Ruhe an und dann wisst ihr, warum ich der Meinung bin, dass man keine Wasserzeichen verwenden sollte. Der nächste Punkt, das ist jetzt gerade in meiner Facebook-Gruppe, in meiner Fotografiegruppe, Link unten in der Beschreibung, aufgekommen, das Thema. Es geht darum, dass der Kunde mit den Bildern macht, was er will. Wenn du bist zum Fotografen gegangen, hast dich fotografieren lassen, hast dafür bezahlt, dann sind die Bilder doch dir, oder? Nein, sind sie natürlich nicht. Der Fotograf hat immer grundsätzlich erstmal das Urheberrecht auf die Fotografien, auf die Bilder und räumt dir als Kunde, weil du dafür bezahlt hast, Bildrechte oder Nutzungsrechte ein. So, Nutzungsrechte ein. Wie die im Detail aussehen, das musst du mit dem Fotografen besprechen. Aber nur weil du dich hast fotografieren lassen und dafür bezahlt hast, hast du nicht alle Rechte an den Bildern und du kannst nicht einfach damit tun, was du willst. Im Idealfall ist das, wie gesagt, im Vertrag, wenn man das so nennen möchte, festgehalten. Da rede ich jetzt nicht von einem seitenlangen Werk. Das kann ganz einfach auch in den allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen. Oder irgendwie in irgendeiner anderen Art besprochen und festgelegt zwischen dir und dem Fotografen. Natürlich hast du dein Recht am eigenen Bild. Also auch der Fotograf kann nicht einfach deine Bilder veröffentlichen oder sonst irgendwas damit tun, ohne dass du zugestimmt hast. Aber du kaufst bei dem Fotografen keine Bilder. Du kaufst Nutzungsrechte. Und wie die ausschauen, das musst du mit dem Fotografen besprechen. Also einfach mit den Bildern tun, was du willst. Ein absolutes No-Go. Auf der anderen Seite sieht es natürlich genauso aus. Auch der Fotograf, das habe ich ja gerade schon erwähnt, kann nicht einfach tun, was er will. Ich kann nicht einfach Fotos von dir machen und die dann einfach ungefragt in die Weltgeschichte hinausjagen oder sie womöglich noch, keine Ahnung, an Stockagenturen oder sonst was verkaufen. Das muss vorher vereinbart sein und als guter Fotograf macht man sowas einfach auch nicht. Ja, und weil genau diese Dinge klare Regelungen voraussetzen, ist es ein absolutes No-Go, vorher keine klaren Regelungen getroffen zu haben. Das passiert leider immer wieder. Da wird einfach nichts vereinbart und am Schluss wundern sich alle, warum es Ärger gibt. Also, triff klare Regelungen, mach einen kleinen Vertrag, schreib ein paar Zeilen von mir aus in der E-Mail. Das reicht auch schon aus und im Grunde genommen reichen auch mündliche Vereinbarungen aus. Die sind natürlich später ein bisschen schwieriger zu dokumentieren. Aber ohne Regelungen einfach drauf loszugehen und sich dann wundern, dass es Ärger gibt, absolutes No-Go. So ein typischer Fall für Regelungen, die man trifft zwischen Model oder fotografiert werdender Person, naja, ihr wisst schon, also zwischen Model und Fotografen, ist ein sogenannter TFP-Vertrag. TFP steht für Time for Pictures, also die typische Situation, ein Model und ein Fotograf vereinbaren, sie machen Fotos, keiner bekommt Geld dafür und jeder darf die Fotos für seine Zwecke gemäß den Vereinbarungen im Vertrag nutzen. Und dann höre ich immer wieder von anderen Fotografen und teilweise auch von Models, mir ist das zum Glück noch nie passiert, aber wie gesagt, von anderen höre ich das immer wieder, dass dann zum Beispiel das Model plötzlich sagt, nein, sie will die Bilder doch nicht veröffentlicht haben oder der Fotograf irgendwelche Sachen mit den Bildern macht, die vorher nicht vereinbart waren. Und ganz ehrlich, das ist absolutes No-Go, das geht nicht. Du kannst nicht Sachen vorher vereinbaren und dich dann nicht an die Vereinbarung halten. Dazu trifft man Vereinbarungen. Und es ist, jetzt könnte man sagen, okay, auf der einen Seite ist es legitim, dass man im Nachhinein vielleicht nochmal einem irgendwas einfällt, was man nachverhandeln möchte. Ja, irgendwie könnte man da sagen, man kann ja mal fragen. Aber ganz ehrlich, eigentlich ist es auch ein No-Go, weil da muss man sich halt vorher mal Gedanken darüber machen. Und wenn dem Model plötzlich einfällt, ich will, dass diese Bilder nicht veröffentlicht werden, Entschuldigung bitte, das geht einfach nicht. Also, wenn man Dinge vereinbart und auch vertraglich vereinbart in irgendeiner Form, dann sollte man sich auch daran halten. Dazu trifft man Vereinbarungen. Das ist im ganzen Leben so und ganz speziell in der Fotografie bei TFP-Verträgen natürlich auch. Also
haltet euch an die Vereinbarung, alles andere ist ein No-Go. Dann ist mir noch ein Punkt zwischendurch eingefallen, der auch ein bisschen schräg ist, aber auch hin und wieder passiert. Man fotografiert nicht einfach Menschen oder Privateigentum ungefragt. Also ich rede jetzt nicht von der Veröffentlichung, ich rede einfach nur vom Fotografieren. Also die hält jemand plötzlich eine Kamera ins Gesicht und drückt ab. Wenn er das Bild veröffentlicht würde, hätte er ein Problem, weil das einfach juristisch gar nicht geht. Du hast ein Recht am eigenen Bild, er darf das einfach nicht. Und das Gleiche ist mit Privateigentum, er darf natürlich nicht einfach die Dinger veröffentlichen. Aber es geht gar nicht um die Veröffentlichung, es geht einfach um das, einfach das Machen des Fotos. Ungefragt mir ins Gesicht zu fotografieren, fühlt sich einfach für mich total ungut an. Das ist falsch, das macht man nicht. Man fotografiert auch nicht einfach über meinen Gartenzaun hinweg, weil man das einfach nicht macht, weil es einfach ein schlechtes Gefühl beim Fotografierten hinterlässt. Und das sollte man als Fotograf dringend vermeiden, weil das rückt Fotografen generell in ein schlechtes Licht. Nicht nur dich, sondern auch andere. Also fotografiere niemals Menschen oder Privateigentum einfach so und ungefragt. Denn auch das ist ein No-Go. Wenn du in die Situation kommst, dass du Hochzeiten fotografierst, Familienfeiern, Firmenevents, welche auch immer, können Konzerte sein, es können Theateraufführungen sein, dann ist es ein absolutes No-Go, in irgendeiner Form dabei störend zu sein. Mein Motto ist immer, verhalte dich wie die Fliege an der Wand, die niemand bemerkt. Das können Sachen sein wie zum Beispiel ungefragtes Blitzen. Also du kannst nicht einfach in einem Konzert oder in der Theateraufführung wie der wilde Watz drauf losblitzen. Auch nicht in der Kirche, bei der Trauung generell oder überhaupt in Hochzeitssituationen. Wenn das vorher vereinbart ist, ist das völlig in Ordnung. Aber einfach so drauf losblitzen, nee, macht man einfach nicht, weil es Tiere stört. Das Gleiche gilt für laute Auslösergeräusche in sehr ruhigen Situationen. Stell dir vor, du fotografierst ein klassisches Konzert, in dem es gerade super still ist. Und dann drückst du klack, 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 klack auf deinen Auslöser. Das ist super nervig für alle, die drumherum sind und für die Künstler natürlich auch. Und sowas macht man einfach nicht. Man kann ja Kameras zum Glück heutzutage in vielen Fällen auf leise stellen, also auf komplett leise. Oder viele Kameras sind extrem leise. Aber da sollte man immer ein bisschen drauf achten, weil so ein Geräusch ist einfach super störend. Und eine Sache, die vielleicht ja auch klassische Konzerte zum Beispiel betrifft oder vor allen Dingen auch Hochzeiten. Ich renne mit der Baseballcap rum und ich renne im T-Shirt rum und so laufe ich meistens rum. Aber auf einer Hochzeit laufe ich eben so nicht rum. Ich renne da auch nicht im Anzug rum, weil ich muss den ganzen Tag arbeiten. Da muss es schon einigermaßen bequem sein. Aber ich habe eine ordentliche Jeans an, ich habe vernünftige, saubere Turnschuhe an. Ich trage auch ein Hemd auf einer Hochzeit und keine Basecap, sondern einen Hut. Schlampiges Auftreten als Fotograf ist einfach auch ein totales No-Go. Das hinterlässt auch bei allen einen schlechten Beigeschmack und einen schlechten Eindruck. Und das sollte man wirklich vermeiden. Man sollte also dem Anlass angemessen in einem bestimmten Rahmen nicht schlampig auftreten. Dazu gehört Klamotten, dazu gehört auch Duschen vorher oder sich waschen und einfach generell ein vernünftiges, gepflegtes Auftreten. Das gehört sich irgendwie auch als Fotograf. Und dann kommt diese eine Sache, die man halt auf Social Media, in Facebook-Gruppen etc. sehr oft erlebt. Das ist ungefragte Bildkritik äußern. Das macht man einfach auch nicht. Vielleicht hat sich der Fotograf irgendwas bei dem Bild gedacht, das du einfach nur nicht verstehst. Und er will deine Bildkritik einfach nicht hören. In meiner Facebook-Gruppe ist es klar, wenn ich dort Bilder reinstelle, dann muss ich damit rechnen, dass ich Feedback bekomme. Das steht explizit so in der Gruppenbeschreibung und den Gruppenregeln. Aber das heißt ja, wenn du das Bild da reinstellst, fragst du ja auch schon in irgendeiner Art und Weise durch das Einstellen des Bildes nach einer Bildkritik. Wenn du das nicht willst, auch das schreibe ich sehr deutlich, dann darfst du kein Bild einstellen. Ich rede tatsächlich davon, es gibt ja ganz häufig Gruppen oder Situationen, wo niemand nach einer Kritik fragt, sondern einfach nur das Bild posten möchte. Oder auch bei einer Ausstellung. Du gehst doch nicht in der Ausstellung zu dem Fotografen und sagst ihm, da hat er aber den goldenen Schnitt nicht richtig eingehalten. Ein souveräner Fotograf wird sagen, ja stimmt, weil ich das so wollte. Aber das ist einfach unhöflich. Also unaufgeforderte, ungewünschte, unerwünschte Bildkritik ist auch ein absolutes No-Go. Und der letzte, naja, vielleicht vorletzte Punkt, ist auch so ein Ding, das man ganz häufig auf Social Media antrifft. Anderen Fotografen die eigene Wahrheit als die einzig wahre Wahrheit verkaufen. Den Leuten erklären, was sie alles dürfen oder was sie alles müssen oder was sie vor allen Dingen nicht dürfen. Du darfst Bilder nicht so und so bearbeiten, du musst das gleich in der Kamera richtig fotografieren, du musst unbedingt im M-Modus fotografieren, Regeln einhalten oder Regeln brechen. All das musst du tun oder darfst es eben nicht tun.
Das ist unsinnig und das ist auch echt ein absolutes No-Go und vor allem auch unhöflich und respektlos, weil wer bist du in dem Fall, dass du glaubst, alle Regeln zu kennen oder alle Wahrheiten zu wissen und nur diese Wahrheiten sind die einzig wahren. Wir bewegen uns da so ein bisschen im künstlerischen Umfeld und da ist sehr viel mehr erlaubt als in der Architektur meinetwegen, wobei auch da ist ja viel erlaubt. Naja, vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also anderen Leuten aufzudrücken, wie sie was zu tun haben und zu glauben, nur so ist es richtig, ist auch ein absolutes No-Go. Seid mal ein bisschen freilassender, und erlaubt oder akzeptiert, dass andere Menschen Dinge einfach anders machen und dass da auch total gute Ergebnisse rauskommen. Die müssen dir nicht zwingend gefallen, aber dann bist du vielleicht auch nicht die richtige Zielgruppe für dieses Bild. Kann ja auch sein. Auf jeden Fall ist auch das, finde ich persönlich, ein ziemliches No-Go, was ich immer wieder erlebe und was mich echt teilweise tierisch stört. Und dem schließe ich mein letzter Punkt an, und dann ist ja auch schon Feierabend für dieses Video und für dieses Jahr. Don't work with assholes. Arbeite nicht mit Arschlöchern und arbeite auch nicht für Arschlöcher. Eine einfache, simple Weisheit, die jeder natürlich für sich auslegen muss, wie er will, das ist auch ganz klar. Aber es gibt einfach Menschen, das sind solche Flitzpiepen, mit denen arbeitet man einfach nicht. Das unterstützt man einfach nicht. Tu dir das selbst nicht an. Das wird dich sehr viel zufriedener machen, wenn du die Arbeit mit solchen Leuten einfach ausschlägst. Also, immer schön mit den richtigen Leuten zusammenarbeiten, mit Leuten zusammenarbeiten, die dich schätzen, die du schätzt, die deine Arbeit schätzen, die, mit denen du Spaß hast und nicht mit irgendwelchen komischen Typen, die kein Mensch braucht. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes Weihnachtsfest. Bleibt gesund, habt Spaß, macht's euch gemütlich und rutscht gut ins neue Jahr. Und wir sehen uns in 2022 wieder. Ciao, macht's gut.